Hey oh Leute, willkommen zurück bei Risen 2 Dark Waters und wir müssen schnell eine Grabspinne erledigen. Wie werden die Papagei aus? Obwohl, nein, noch nicht. Erstmal reinschlagen, soweit es geht. Zack, das Messer. Treffer. So. Noch mal getroffen. Sah fast so aus. Ich werde mich mal von hinten anschleichen. Und einfach mal ein paar kräftige Hieber reinsetzen. Gut, weg hier, weg hier, weg hier. So. Grabspinne erledigt. Ein Auge halten. Die Grabspinne hat hier irgendwie den Bereich was beschützt? Die Ratte beschützt! Gut. Das war noch rechtzeitig. Wahrscheinlich einfach bloß eine Falle, falls man hier lang läuft. Ja, oh gut, einmal bin ich ja gestorben. Und 200 Punkte an Ruhm ist ja auch nicht zu verachten, oder? Siehst du. Noch ein Pokopilz. Noch eine Grabspinne. Okay, und weg. Jetzt werde ich mich wieder hinter der Spinne grandieren. Und weg hier. Boah, weg, 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 weg. Ich bin hinter dir. So. So, raus hier. So. Und. Boom. Zack. Gut, Grabspinne erledigt. Und hier geht's auch noch weiter. Gott. Wie groß ist das denn hier? Gott, hier sind zwei Grabspinnen. Ey, Miete. Pass doch mal auf, wo du hingehst. Zwei können wir nie und nimmer besiegen. Nur wenn wir einen ablenken. Okay, die andere. Shani. Gott, ruckel. Ruckel, 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 ruckel. Wird gleich mal hier wieder. Gott. Hier, nimm den Papagei. So. Damit es mal nicht asynchron wird, bis gleich. Ja, hier sind wir weiter. Ich habe den Papagei eingesetzt. Und jetzt werden wir hier diese Grabspinne kümmern. Und Shani erledigt worden, oder was? So, ich habe nicht mehr allzu viel Zeit. Ich muss mal ein bisschen weggehen. Verdammt. Jetzt kommen sie beide da. Autsch. So. Okay. Gut. Nochmal erwischt. Kommt nicht vorbei wegen dem anderen. Sehr schön. Gott, 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 Gott. Komm. Genau, sehr schön. Können wir zwei mit Proviant nehmen. Okay, die
ist wieder da. Halt mich mal genau, danke. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Zeit. Genau, mit lauten Kompöse einfach mal angreifen. Und nochmal ein Grabmesser reinhauen. Oder ein Blutmesser. Blutdolch, auch genannt. Jetzt fängt sich schon wieder an zu ruckeln. An dieser Stelle mal. Yeah. Gut, gut, gut. Vielleicht die Papagei noch mal einsetzen. Papagei. So. Okay. Huiuiuiui. Wie spät haben wir es denn? Wie lange haben wir uns mit dem... 7 Minuten oder so haben wir uns mit den allen aufgehalten? Eieiei. Ich mal kurz... Ich muss mal ein bisschen was sehen können. Also sie haben schon ordentlich was drauf, die Grabspinnen. Ich hab mich auf den Deutsch... Das ist nicht nötig. Das ist nicht nötig. Achso, ja klar. Dann machen wir so. Und ich speichere nochmal ab. Denn ich denke nicht, dass nochmal zwei gleichzeitig kommen. Das wäre wieder krass. Hier oben ist nichts. Ah, die Höhle erinnert mich schon mal beim Aufbau von der Höhle, die wir schon mal durchsucht haben mit Termiten. Also das wäre jetzt schwach, wenn... Also wirklich so wäre, dass die Höhle wiederholen. So, Dunkeldürrer. Das Ohr bekommen. Herzader. Noch ein bisschen Gold abbauen. Ich war immer vertragen. Klung, klung, klung. Komm schon. 3 Goldbrocken. Sehr schön. Was haben wir eigentlich? Wenn wir auf die Map gucken, wo sind wir jetzt eigentlich? Wow. Das ist weit. Wo geht's hier verdammt nochmal hin? Hier geht's auch nochmal hoch. Amulett. Ich frage mich, ob das gerade... Was das für ein Amulett war? Charakter? Sammlung? Nee. Das war was anderes. Inventar. Ausrüstung. Amulettbereich. Perlenkette. ja, haben wir eine Menge. Also es könnte eine Menge sein. Schlecht ermittelbar, was das war. Okay. Ich würde mal speichern wollen. Drücke wohl 5-Taste und guck mal, ob ich Feuerwand. Wow, das ist beeindruckend. Feuerwand, kein gutes Zeichen. Tja, ohne Hilfe komme ich hier nicht weiter. Geheimer Zugang gefunden. Okay. Das ist der geheime Zugang zum Feuertempel. Auch interessant. Na gut, dann gehen wir wieder hier raus. Das sollte nicht das Problem sein. Okay. So, du bist außer Puste, ich weiß, aber bemühe dich mal ein bisschen. Wollen ein bisschen was schaffen hier. Später was? Ja, haben wir noch Zeit. Und hier müsste, ist schon wieder Tag und ohne Regen. Ne, es ist Nacht, aber ohne Regen wenigstens. Und hier müsste, ist es da oben drauf, die der Schatz? Na komm. Blaukrallen. Daneben geworfen. Super. Jetzt fängt schon wieder an mit den Gaganüssen. So. Nervige Biester. Sind wir auch wieder mit, die Fackel. Und hier oben haben wir noch einen Affen, genau.
Und jetzt müssen wir schauen. Irgendwo hier ist es. Hier in der Ecke irgendwo. Wie gesagt, kann auch hier oben drauf sein. Mehr hier gedacht. Also wir gucken gerade in die falsche Richtung. Das müsste... Wieso in der... Ah, da haben wir es. Dann gucken wir uns mal den Schatz an, den wir dann entdecken werden. Ist ein wertvoller Gegenstand drin? Ich weiß es ja nicht. Komm schon, grab ihn aus. Und hebe ihn vor uns. Rums. Ganz schön schwer. Grum, 100 Punkte haben wir wenigstens erfolgreich bekommen. Vielleicht schon wieder eine Schatzkarte in der Schatztruhe. Hatten wir ja auch schon mal. Ruckel, ruckel, ruckel. Alles klar. Kerzenleuchter, Idol, 500 Gold auf jeden Fall. Ordentlich. Dann einen kleinen Moment. So, wegen den ganzen Ruckeln kann sein, dass es da asynchron wurde. Und da habe ich jetzt mal kurz die Aufnahme nochmal neu gestartet. Nicht, dass da irgendwie was passiert. Wir wissen es ja. Letzte Zeit war es ja eh ein bisschen nervig mit Traps. Hier kann man durchlaufen. Aha, na gut. Ja, kann man einigermaßen so erkennen als Durchlaufweg, aber gut. Kann man das später betrachten. Aber ich will eigentlich lieber langsam wirklich zu dem Stamm gehen. Haben wir jetzt schon wirklich ein bisschen was Ausschweifendes gemacht wieder. Wenn ich hier decke, hier könnten wir noch den Weg lang. Ich weiß nicht, wie weit wir alles erkundigt haben hier. Hier, diese Küste kommt mir noch relativ unbekannt vor, aber ich glaube, hier waren wir schon sehr gut alles. Hier, wie gesagt, und dann hier mit der Feuerwand. Hier ist der ganze Tempelbereich. Aber ich denke mal, da werden wir mehrere Informationen bekommen, wenn wir dann ins Lager kommen. Deswegen haben wir auch vielleicht Möglichkeiten noch zu handeln und sowas alles. Haben wir hier noch irgendwie von Feuervögeln oder irgendwas? Ja, rohes Geflügel. Nein, zwei. Gut. Das war die Konsolensteuerung wieder gerade. Okay. Hier waren wir jetzt schon oben. Echt hier, wie viel auf der Insel einfach mal höher geht. Ah, und da ist eine Stamm. Ich sehe schon. Ich habe gerade so ein Haus von denen entdeckt. Eine Geisterlilie. Aha, da geht's Weg hoch, aber dann vorher nehmen wir noch die Gaganuss. Obwohl ich echt kein Freund bin, unbedingt von der zu werfen, da könnten wir auch verkaufen mal. Wenn sich irgendwie eine Zutat ist. Mein Gott, das ist immer so. Kann ich verkaufen oder nicht? Ich kann eine Zutat sein. Oder auch nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß, was man doch findet. Dann auf einmal hat man so einen übermächtigen Gegenstand, der aber eine Gaganuss benötigt. Hat man hier kommt auch rein. Zusammen. Okay. Ist es einer? Dann zack. Boah. Ein Treffer, genau, danke. Genau den wollte ich noch haben, den einen Treffer. Vielen, vielen Dank. Speichern wir mal ab. Und Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euch dann noch einen schönen Tag. Da werden wir hier die Höhle erkunden und mal hochgehen zum Lager. Bis dann, ciao, ciao.